Lieber Joachim, herzlich willkommen hier bei Hetzner in unserem Datacenter Park in Nürnberg. Du bist Geschäftsführer von Job Solutions, hast eine eigene Firma. Welche Produkte und Dienstleistungen bietest du an? Aktuell ist der Fokus ganz klar auf der Web Analytics mit dem Open Source Tool Matomo. Das heißt, der Google Analytics Alternative im Open Source Segment. Du hast dich für Hetzner entschieden. Warum? Sehr viele Gründe. Ich habe den ersten Vertrag mit Hetzner geschlossen. Ich weiß nicht, wie lange das mittlerweile her ist. Hetzner war aber immer einer der Provider, für die ich mich gerne entschieden habe. Unter anderem auch aus der Thematik des Supports heraus. Weil wenn man jemanden brauchte, der fachlich kompetent war, dann hat man ihn in der Regel sehr schnell ans Telefon bekommen. Du hast dich sicherlich bei vielen Hostern auch informiert und letztlich setzt du auch auf Hetzner. Welche Vorteile siehst du da in der Zusammenarbeit? Hetzner bietet sehr interessante Managed-Produkte an. Die Self-Hosted Root-Server sind natürlich immer eine schöne Möglichkeit, wenn man viel individualisieren möchte. Nachteil, man muss sich selber um die Administration kümmern, um Updates. Und bei Managed-Servern ist genau das etwas, was man nicht machen tut. Das heißt, ihr habt diese Expertise und darauf setze ich sehr gerne, zumal die Zusammenstellung von Software und Hardware, die ihr in dem Bereich anbietet, gerade für Matomo enorm interessant ist. Sowas wie eine Redis-Datenbank, das heißt also In-Memory-Datenbank, ist für Matomo sehr, sehr hilfreich. Das bieten nicht viele Provider. Wir sind ja jetzt hier in unserem Colocation-Bereich, ist für dich ja sicherlich auch ein Begriff. Ich habe früher selber im Colocation-Bereich bei verschiedenen Providern Server gehabt. Ja, solche Schränke kenne ich sehr gut. Du hast dich ja mittlerweile für andere Produkte bei Hetzner entschieden. Welche denn? Eure Managed-Server sind halt eben für mich mittlerweile eine sehr attraktive Geschichte, weil im Colocation-Bereich muss ich mich um alles selber kümmern. Ich muss den Server selber stellen, ich muss mich um die Aktualisierung und alles kümmern. Das kann man machen, wenn man darauf spezialisiert ist. Ich möchte aber mittlerweile mehr beratend sein und da sind Managed Server die Produkte der Wahl. Hier im Hintergrund sieht man unsere Cloud und unsere Dedicated Server. Hast du vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht? Ja, ich habe auch selber einen Dedicated Server. Bei meinem eigenen Server möchte ich gerne ein bisschen rumexperimentieren. Und da bin ich halt eben unter anderem auch auf das Thema mit der Redis-Datenbank gekommen, um halt eben Matomo an der Stelle zu optimieren. Das kann ich hier wunderbar austesten. Wir haben uns ja gerade den Colocation-Bereich angeschaut und auch die Cloud-Server. Jetzt sind wir hier bei unseren Dedicated-Servern, bei unserer Eigenentwicklung. Der Fokus liegt hier ganz klar auf der Energieeffizienz. Wie siehst du das Thema Energieeffizienz? Da gehe ich auch bei der Beratung bei Matomo immer darauf ein, nur das zu messen, was wirklich sinnvoll ist. Und die Weiterentwicklung auch im PHP-Bereich ist enorm, was wir da an Energie sparen, damit das Ganze effizienter wird. Und da ist so eine Entwicklung natürlich vollkommen genial. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, diese Dedicated Server irgendwann mal in die Cloud-Produkte zu integrieren, dass wir dort halt wirklich auch nur die Ressourcen benötigen, die wir für Matomo wirklich tatsächlich benötigen. Ich bin neugierig, was Hetzner an der Stelle noch auf den Markt bringt. Ihr habt immer wieder gezeigt mit solchen Entwicklungen, dass solche Sachen möglich sind und ich freue mich auf die Zukunft.